Good morning. This is Woman Lex. We don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. So wie ich das tun soll, habe ich mir eine weitere Ausgabe von PDR for Herbal Medicines besorgt. Es ist außerdem noch ein Buch, habe ich mir besorgt. Ich besorge, hol das mal eben. Das ist Welche Heilpflanze ist das? Das Buch gibt es schon länger, ist hier empfohlen vom NABU, vom Naturschutzbund Deutschland. Der Autor hat gewechselt. Ich kenne das seit den 80er Jahren. Hat 12,99 Euro gekostet, gab es hier in Solingen in der Innenstadt in der Buchhandlung, habe ich mir da gekauft. So, mal gucken, ob hier drin ist, was versprochen wurde. Tada. Ist als Paket versichert worden und verpackt worden. So. Da ist das gleiche Buch nochmal. Das ist mal rechnen. Ja. Hat mich insgesamt 21 Euro gekostet. Das andere war ein bisschen teurer. Wenn man so ein Buch haben will, muss man eine Fortbildung machen oder man muss ausreichend medizinische Fachkenntnis nachweisen und muss eine theoretische Ausbildung machen und dann eine praktische. In Deutschland gibt es immer noch US-Militärstützpunkte, da kann man, glaube ich, den praktischen Teil der Ausbildung machen. Und dann kriegt man so ein Buch. Ich finde, es lohnt sich. So, im Grunde genommen wollte ich nur die zwei Bücher zeigen. Das ist das zweite Buch, das man sich auch kaufen soll. Die Bücher werden stark bezuschusst. Es dauert aber, bis man welche kriegt. Man kann auch zwei neu bestellen. Dann wartet man aber ewig darauf. Hier gibt es auch Kosmos-Erklärfilme. Das ist das andere Buch, was ich mir gekauft habe. Und ich habe noch zwei andere Bücher von PDR gekauft. Und eins, wo es darum geht, dass man Krankheiten, konkrete Pflanzen, deren Wirkstoffe zuordnet. Und danach sollte man dann unbedingt hier reingucken, was bei der Anwendung der Heilpflanzen zu beachten ist. Ja, so geht das in dem Thema weiter. Tschüss.